Liebe Schwestern und Brüder, ich fand heute eine kleine Bemerkung. Es war nicht angegeben, von wem sie stammt, aber das ist auch nicht so wichtig. Diese Bemerkung heißt: Der Glaube lebt nur, solange er betet. Nicht deshalb, weil wir nicht mehr glauben können, beten wir nicht mehr. Weil wir nicht mehr beten können, glauben wir nicht mehr und können nicht mehr die Erfahrung machen, dass der Glaube Wunder tut. Ich glaube, an dieser Bemerkung ist sehr viel dran. Das heißt, das Wichtigste wäre heute, bei allen Aktionen, die wir auf die Tagesordnung setzen, wieder beten zu lernen. Wenn man so will, sind die Umstände dieser beiden Frauen, diese an 12 Jahre leidende Frau, wie auch das tote Mädchen und ihre Familie, der Vater, der Synagogenvorsteher, eine Schule des Betens. Es gibt so viele Formen des Betens, dass es nicht um eine einzige gehen kann. Hauptsache, es ist Gebet. Hier begegnen uns die ganz lapidare Form einer Not. Komm doch. Kann man kürzer beten, als sich an Christus zu wenden? Nicht an die leere Wand, nicht an einen Stein und nicht an bunte Tücher mit einer Kerze drin, sondern an Christus, an niemand anderen. Sich an Christus zu wenden und zu sagen, komm doch. Dann wird sie wieder gesund, dann wird sie wieder lebendig. Sehr lapidar, sehr kurz, sehr aus der Not geboren und sehr legitim, diese Form des Betens. Und wir begegnen einer zweiten Form, die ganz ohne Worte auskommt, die ganz von innen her aufsteigt und doch eine äußere Form braucht, die Berührung. Mit Jesus in Berührung zu kommen. Es wird kein Wort gesprochen, aber sie will, sie weiß, wenn ich nur den letzten Zipfel seines Kittels packe oder nur anfasse, das reicht. Wie schön ist es, auf diese Vielfältigkeit zu achten. Und wie wichtig wäre es, wieder unsere Form des Betens zu lernen, in der Vielfältigkeit, meine eigene zu finden und sie dann zu praktizieren, damit der Glaube wachsen kann und um sich greift.